Das wird eine sehr kurze Folge von Corona Log. Ich möchte nur eine kleine Sache erzählen und die habe ich eigentlich schon in einem vorherigen Video erklärt. Ich habe erzählt, dass wir im Büro, seit wir alle im Homeoffice sitzen, Webcam-Lunch machen. Und da haben jetzt viele Leute geschrieben, dass sie das interessant finden oder gefragt, wie das denn funktioniert. Und ich dachte, das sei relativ selbsterklärend, aber hier nochmal die kurze Anleitung. Erstens, man sitzt im Homeoffice, wir in diesem Fall als Team von, je nachdem, wer gerade da ist, 11, 12, 13 Kolleginnen. Und wir haben einen Kalender und da steht dann ein gemeinsamer Termin drin, bei uns für dienstags und donnerstags, 12:30 Uhr für eine halbe Stunde. Man holt sich davor sein Mittagessen vor den Rechner. Das scheint bei den Kolleginnen, zumindest bei mir, tatsächlich ohnehin sehr verbreitet zu sein. Und setzt sich vor die Webcam und dann haben wir eine Videoschaltung und essen alle gemeinsam und unterhalten uns über etwas, was nicht sich wie eine Besprechung anhört. Bisschen ist es auch so eine Selbsthilfegruppe Homeoffice, glaube ich. Und das ist sehr nett. Es ersetzt ein kleines Stück weit das, was im Büro halt jetzt wegfällt, wenn wir nicht mehr alle nebeneinander sitzen, nämlich dass man einfach so nur so ein bisschen was voneinander mitkriegt. Also dass man sowas wie Hallo sagt und Tschüss sagt und sich vielleicht in der Küche beim Kaffee machen unterhält. Oder einfach überhaupt weiß, dass der andere da ist, so ein bisschen. Ja, das ist das Webcam-Lunch. Wir machen das mit Zoom, aber ihr habt ja wahrscheinlich, wenn ihr Homeoffice und ein Team habt, irgendwas Eigenes. Ich habe ein Foto gemacht vom Webcam-Lunch bei uns. So sieht's aus. Es ist erstaunlich, viele Leute essen was aus Schüsseln. Oder vielleicht trinken sie auch nur Tee. So, und was macht ihr so im Homeoffice, um soziale Kontakte irgendwie auf diesen Zwischenebenen oder diesen uneigentlichen Ebenen zu erhalten oder aufzubauen oder sowas? Schreibt doch mal.